Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein Stabgeländer an eine Betontreppe zeichnen. Und das möchte ich einfach mal ein bisschen zeigen, wie man damit auch mit den Favoriten arbeiten kann. Dazu habe ich hier einmal meine Betontreppe, wo ich hier auch schon Standardwerte hinterlegt habe. Das heißt, die kann ich hier einfach nur definieren und hier mittels Favorit abspeichern. Diese Treppe erzeuge ich mir hier einfach mal und ich möchte hier an diese Treppe mein Blech zeichnen. Dazu erzeuge ich hier eine Skizze und lege die auf die Betontreppe. Jetzt habe ich hier mittels Übernehmen die Möglichkeit, diese Skizze zu übernehmen. Ich kann hier einzelne Elemente übernehmen, kann aber auch mit der rechten Maustaste den kompletten Verlauf übernehmen. Jetzt sieht man, wurde meine Skizze erzeugt. Jetzt kann ich mittels rechter Maustaste hier daraus mein Blech erzeugen und meinen Werkstoff auswählen. So, somit habe ich hier meine Blechwange erzeugt, kann natürlich hier entweder die Skizze bearbeiten oder auch jede Länge des Bleches editieren. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel bei einzelnen Kanten einen Überstand haben möchte, kann ich dies natürlich jederzeit erzeugen. Ich möchte hier dies natürlich wieder weglöschen und möchte hier weiter arbeiten. So, im nächsten Schritt möchte ich hier an diese Betontreppe mein Geländer erzeugen. Dazu erzeuge ich hier einfach mal 4 Ansichten, damit das auch ein bisschen besser sieht, was in diesem Fall passiert. Und ziehe mir diese Ansichten ein bisschen auseinander. Im ersten Schritt werde ich hier mit der 3D-Ansicht arbeiten und blende mir hier einfach mal im ersten Schritt mein Blech aus. Dazu erzeuge ich hier mittels Geländer entlang Kante meinen Verlauf. Das heißt, ich wähle hier meine Kanten an und man sieht schon hier, wie meine Eingabe funktionieren würde. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wieder als Beispiel mein Stabgeländer zu definieren. In diesem Fall sieht man hier, okay, mein erster Schritt, ich möchte hier den Versatz definieren. Ich möchte hier hergehen, zum Beispiel habe ich hier einen 50-10er Pfosten und kann hier damit mit diesen Werten dann spielen. Das heißt, dann muss ich hier natürlich 30 haben. Ich kann hier natürlich hergehen, möchte meinen Anfangs- und Endabstand definieren. Weiters kann ich natürlich hier auch definieren, welchen Punkt ich haben möchte. Ich lasse es hier einfach mal auf dem Startpunkt. Dann, welchen Pfosten möchte ich haben? Ich sage hier ein 50-10er. Welchen Handlauf möchte ich haben? Lasse ich hier auch 50-10. Welche Füllung? In diesem Fall brauche ich ja nur meinen Handlauf und meine Füllstäbe. Diese sollen hier auf 50-5 sein. Übergangsfüllung brauche ich hier in diesem Fall nicht. Fußleisten brauche ich natürlich auch nicht. Pfostenunterkonstruktion brauche ich in diesem Fall natürlich auch nicht. Und hier möchte ich, dass am Anfang und am Ende die Gärung geschnitten wird und in der Mitte soll dies einfach angeschnitten werden. Handlauf soll natürlich auch auf Gärung geschnitten werden. Mittels OK erzeuge ich hier mein Geländer und man sieht hier sofort, dass ich hier mein Geländer auch sofort an der richtigen Stelle habe. Hier sieht man es natürlich ein bisschen besser, dass man hier die Bleche auch noch hat. Ich könnte hier noch natürlich jederzeit die Pfosten noch editieren. Diese sind auch bereits an der richtigen Stelle. Ich habe nur das Blech dahingehend ausgeblendet, damit ich die Kanten besser erreichen kann. Um die Baugruppenstruktur natürlich auch noch richtig zu machen, ziehe ich dies auch sofort in mein Geländer rein und dann gehört es zu meinem Geländer dazu. So, im nächsten Schritt möchte ich hier auch noch einen Handlauf generieren. Das heißt, ich starte wieder das Geländer. In einem zweiten Schritt wähle wiederum meine Kanten aus, dieselben Kanten natürlich, weil ich ja auch wieder die Berechnungen für die Lauflinie und alles Mögliche gleich haben will. Mit der mittleren Maustaste gehe ich weiter, kann hier natürlich wiederum meinen Favorit laden. Das heißt, ich habe mir hier einen Wandhandlauf mit Favoriten geladen, wo ich meine Höhe
das ist jetzt natürlich von der unteren Kante alles definiert, meinen Versatz definiert habe. So, in diesem Fall wurde hier noch die Pfostenaufteilung wieder gleich gelassen natürlich. Die Pfosten habe ich hier eingestellt, dass diese nicht eingebaut werden. In diesem Fall muss aber dieser Versatz vergeben werden. Dann habe ich noch definiert, welches Handlaufprofil möchte ich haben, wie sollen die Enden aussehen. Füllung muss hier auf nicht erzeugen gestellt werden. Ich sage einfach mal Vorschau und sage hier in diesem Fall okay und sehe auch sofort den Handlauf, welcher mir hier erzeugt worden ist. Ich habe hier in diesem Fall noch die Lauflinie falsch eingegeben und sage hier nochmal Vorschau und so, war jetzt in die falsche Richtung. So, wo wollte ich das mal haben? Und habe hier auch sofort meinen Handlauf erzeugt. Das heißt, für mich ist es in diesem Fall einfacher, dies in zwei Schritten zu machen, um natürlich hier weitere oder viel mehr Möglichkeiten zu haben. Und was ich im letzten Schritt noch mache, damit auch die Werkstättenzeichnung und das alles zusammenpasst, ich schiebe einfach diese drei Segmente noch in mein Geländer rein, könnten hier natürlich noch in ein gesamtes Segment. Das kommt natürlich wieder darauf an, wie man die Werkstättenzeichnungen haben will. Aber so einfach habe ich hier mit Erklären mein Geländer erzeugt. Kann natürlich auch hier die Optionen haben, wo soll mein Handlauf nach oben, nach unten zeigen. Und im Grunde genommen, was brauche ich jetzt noch? Ich muss einfach nur noch die Befestigungsbohrungen für das Geländer erzeugen und meine Dübel reinsetzen. Aber ich wollte einfach mal zeigen, wie schnell es mit den Favoriten auch gehen kann, weil solche Geländer natürlich immer wieder standardmäßig gebaut werden.